Vielleicht erinnern sich noch einige, obwohl es inzwischen ja schon wieder so weit weg ist, dass beim vergangenen Lutherjubiläum unsere getrennten Geschwister das Christentum als eine große Konzeption von Freiheit plakatiert haben. Das hatten natürlich, das haben unsere Bischöfe natürlich politisch korrekt verschwiegen, zunächst eine antikatholische Spitze. Das sind die Deppen, die die Regeln halten, und wir sind diejenigen, die die große Freiheit haben. Das ist die Gefahr, die die Galater auch schon kannten. Sie sind aus dem Gefängnis der Tora befreit, unter dem Gesetz zu stehen, und jetzt ist die große Freiheit ausgebrochen. Heißt, Libertinage aller Orten. Wir können machen, was wir wollen, denn wir sind ja alle einer in Christus. Als sei das eine formale Angelegenheit, als sei es wirklich so etwas, wie wenn man ein Gewand überzieht und dabei bleibt es. Es ist nichts Äußerliches. Denn im Verständnis des Neuen Testamentes und wie Paulus diesen Begriff verwendet in seiner Umwelt, ist das Gewand ein Zeichen der Identität dessen, der es trägt. Es ist nicht so wie bei uns, dass sich jeder heute alles umhängt und ganz egal ob Rock oder Hose, sondern es hat mit der Identität zu tun. Das Außen gibt Auskunft über das Innen. Sonst verstehen wir die Bedeutung etwa des Taufkleides nie richtig, das wir vielleicht einmal im Leben für 2 Minuten im besten Fall aufgelegt bekommen und dann hat sich das. Nein. Es soll unser Inneres prägen. Und es ist nicht die Libertinage, die ausbricht, sondern Christus wird zum alleinigen und einzigen entscheidenden Bezugspunkt der christlichen Existenz. Das ist so etwas wie eine neue Zucht, von der Paulus spricht. Wir verschweigen das gerne. Aber wir sollten vielleicht einmal darüber nachdenken, warum Paulus sich am Beginn eines jeden Briefes an seine Gemeinden als Sklave vorstellt. Sklave, per Definition, ist einer, der nicht frei ist. Ja, in diesem Sinne nicht, sondern eine Freiheit, die sich erst in der endgültigen Bindung verwirklichen kann. In einer Bindung zu Christus. Weil sie uns zu uns selber bringt, mich zu mir selber bringt, sodass ich mir nie näher sein kann, als wenn ich in Christus bin. Das meint Paulus. Nicht, ich kann machen, was ich will, ich kann leben als Christ, wie ich will, und da, das ist ja auch modern inzwischen, darf jeder nach seiner Fasson. Natürlich gibt es eine bestimmte Bandbreite, aber die Verpflichtung auf Christus allein, mein Leben von ihm abhängig zu machen und mein Leben allein von ihm zu erwarten und zu empfangen. Darauf kommt es an. Wir haben das im Wort des Evangeliums gehört. Selig sind die, die das Wort Gottes hören und es befolgen.